MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem AGT Multi Gaming Channel. Heute mit unserem nächsten Spieltag in unserer Pro-Karriere in Deutschland bei Borussia Dortmund und sind heute zu Gast bei Werder Bremen. Na, da werden wir mal gucken, was das wieder wird. Nochmal zur Erinnerung, das letzte Spiel zu Hause 2-0 gegen Hertha gewonnen. Und natürlich wollen wir hier den Auswärtssieg. Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Mari Volkmann und Frank Buschmann. In den letzten Spielen hat dieser Abwehrmann sich hervorragend präsentiert. Das gibt dem gesamten Team Selbstvertrauen. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Wow, ja. Gerade noch so den Pass hingekriegt. Den habe ich eigentlich schon im Aus gesehen. Das hast du auch gesehen. Das ist ein großes Tor gewesen. Ja, zum einen, wie er den macht, aber zum anderen. Aber schön, frühe Führung. Zum Genießen. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Normalerweise hat ja Dortmund in der ersten Halbzeit immer Probleme. Und trumpft erst immer in der zweiten Halbzeit auf, aber naja, es kann ja mal auch anders laufen. Jetzt ist er vorbei. Jetzt könnte es klappen. Komm, mach dein Tor. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz oder gut, auch nicht. Ganz sicher und regelt das locker. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Hat er mich wieder blockiert? Sind sie wieder im Ballbesitz. Junosovic. Gebrselassie. Die rechte Seite ist wunderbar bespielbar. Eieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Guck mal hin! Erstmal nur. Oh, schade. Jawohl, schönes Tor. Schön nachgesetzt, schön reingeschossen. Was will man mehr? Dieser Treffer für die erwartet bessere Mannschaft hat sich abgezeichnet. Sie haben den Gegner konstant unter Druck gesetzt und sich schließlich selbst belohnt. Da ist ja klar, wenn du es so oft probierst, dann muss es irgendwann klingeln. Ja, da kann der Keeper nicht festhalten und wo fällt die Kugel hin? Genau vor die Füße des Stürmers und der schiebt ein. Kagawa. Ein Pass wie aus dem. Der könnte passen! Da hat er fast das 3-0. Das war keine Selbstverständlichkeit. Viertelstunde gespielt und es geht hier richtig zur Sache. Schein. Toller Pass. Geht er rein? Ja, und den hält er auch noch fest. Ja, bei 2-0 kann man mal einen Fernschuss probieren. Oh, das sah nach Foul aus. Das sah auch noch Ball aus. Naja, ausgeglichen. Junosovic. Was für eine Blutgrätsche. Aber was für ein schöner Sprung über die Beine des Gegners. Vergebens gegrätscht, mein Lieber. Das ist peripheres Sehen. Den hat er im Augenwinkel kommen sehen und lässt ihn.
Das muss Freistoß geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Ja, dann war es wohl doch faul. So, mal gucken, was jetzt hier wird. Finn Bartels. So, jetzt kommen wir mal da hinten nicht so richtig raus. Aber Arbeit sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Achtung, lässt! Boah. Klare Entscheidung, Ecke. Der Tormann lässt mir mein Tor nicht. War haarscharf dran. Kagawa! Und nochmal sehen die Zuschauer eine Ecke. Leitner. Ja, und die Flanke abgefangen. Na, schade. Jetzt zieht er ab. Ah, jetzt aber. Na, endlich. Das habe ich mir ja wohl verdient, dass ich auch mein Tor bekomme. Oh, die sind gut drauf und schießen noch ein Tor. Und jetzt ist es vorbei für den Gegner. Ja, das wird, wenn es so weitergeht in dieser Situation, wird das ein richtiges Schützenfest hier noch. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Iset. Parkfrede. Peter attackiert. Ja, schade. Nicht durchgekommen, aber kann ja nicht immer klappen. Rödel. Und Einwurf. Finn Bartels. Gebre Selassie. Jurosovic. So, komm, wir wollen zu null in die Halbzeit. Mucha. Jurosovic. Beruhigender geht es nicht. So, das Halbzeitstand. Schon so gut wie gewonnen. Halbzeitstand 3:0. 3:0. Kann man, denke ich, zufrieden sein. Gibt, dann kannst du dir eine Bratwurst kaufen, ich spendiere dir eine Runde Senf. Ja, das ist super nett, aber da merkt man, dass... Eine klare Führung. Stecken Sie jetzt einen Gang zurück. Und der Verteidiger verhindert Schlimmeres. Jurosovic. Gebre Selassie.
Er steht viel zu weit weg vom Gegner. So, da setzen wir mal zum Solo an. Und Tor. So, so frei sollte mich keiner durchlaufen lassen. So langsam muss es bei Ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Und da lebt er eindeutig von seiner Schnelligkeit. Keiner kann ihn halten. Die sehen aus, als hätten sie Eisenfüße. Ein perfektes Tor. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Herrlich gemacht. Guck mal hin. Er trifft den Posten. Boah. An den Posten, Alter. Was für ein Knaller. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Oh, da war keiner. Mkhitaryan. Aber beim Stand von 4-0 kann man das mal machen. Piszczek. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Gute Flanke. Geht er rein? Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Oh, was für eine Tümmel im Strafraum. Im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Kagawa. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Ja, da hat der Trainer entschieden, ihn vom Feld zu nehmen. Und der Applaus vom Publikum, der fällt auch ziemlich suboptimal aus. Oh ja, diesen Auftritt möchte er ganz sicher ganz schnell abhaken. Es wird jetzt darum gehen, sich wieder zu konzentrieren. Oh, schade. Und, beim nächsten Mal einen anderen Auftritt hinzulegen. So, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Bei dem Spielstand können wir uns, glaube ich, ein bisschen zurücklehnen. Schade. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Oh, da sieht man erst richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt. Ja, muss man bei dem Spielstand nicht machen. Achtung, jetzt! Boah, schönes Ding. Klare Sache, Einwurf. Jetzt wechselt der Trainer hinaus und das hat sich ja angebahnt. Denn heute konnte er nicht wirklich überzeugen, oder? Nee, nee, das war heute nicht sein Tag, aber das musst du als... Das wird ganz gefährlich, Achtung! Oh, schade. Aber schön sah es nicht aus. Nee, aber lustig war es. Wie gesagt, das ist eine unglückliche Aktion, da kommt er aus der Balance und so kann man dann natürlich nichts machen.
4:0 kurz vor Ende, eine klare Sache. Wer ist eigentlich der nächste Gegner? Der kommende Gegner der Dortmunder Borussen heißt 1. FSV Mainz 05. Heute liegen sie verdient vorn. Das ist ein richtig gutes Spiel. Bender. Mkhitaryan. Erik Durm. Und es gibt noch mal einen Freistoß. So, viel wird hier, wird hier nicht mehr passieren. Mal gucken, was der Freistoßschütze hier so kann. Die Position ist schon mal so nicht schlecht. Jo, den hat er ja gar nicht richtig getroffen. Naja, das war ein bisschen weit vorbei. Schein. Ah, schade. Gebre Selassie. Junosovic. Ja, Schluss für Bremen. Der BVB hat das Spiel gewonnen. 4:0 für den BVB. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Das Ergebnis spricht Bände, aber man muss noch ein paar Takte. Haben ja auch ein bisschen zurückgeschraubt in der zweiten Halbzeit, aber ein völlig verdienter Erfolg. War ja ausreichend. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Name ist Manni Beugmann. Bis bald. Tschüss.